Erinnert ihr euch noch an Rollercoaster Tycoon? Nicht der gefloppte Ableger World aus 2016, sondern wirklich das Original von 1999. Stunden, Tage, Wochen habe ich damit verbracht, meinen eigenen Park und vor allen Dingen meine eigenen Achterbahnen zu kreieren. Immer größer und immer aufwendiger. Mit Freunden zusammen wurde der Titel kurzerhand zum Mehrspielererlebnis. Unvergessen sind die Projekte aus der Kategorie Hauptsache so krass, dass sie keiner fahren will. Und geben wir es zu, wir haben alle den ein oder anderen Achterbahncrash herbeigeführt. Ganz zufällig, versteht sich. Irgendwann habe ich sogar mal reale Achterbahnen nachgebaut, wie etwa den Olympia-Looping oder den Silverstar. YouTube auf, On-Ride-Aufnahme an und dann Schritt für Schritt nachgebaut, soweit es denn ging. Selbst Jahre nachdem Rollercoaster Tycoon 2 und 3 erschienen sind, habe ich regelmäßig das Original gespielt. Kurz und knapp, Rollercoaster Tycoon war der Shit. Natürlich neben Stronghold, keine Sorge, dich habe ich nicht vergessen. Musik. 2016 war dann ein Jahr ganz nach meinem Geschmack. Könnte man zumindest meinen. Mit Planet Coaster, Parkitect und Rollercoaster Tycoon World buhlten direkt drei neue Vergnügungspark-Simulationen um die Gunst der Spieler. Rollercoaster Tycoon wollte an die glorreichen drei Vorgänger anknüpfen. Planet Coaster richtete sich vor allen Dingen an die Schönbauer und Architect war die leichte Einstiegsvariante. Zu der Zeit war ich allerdings im Orcs Must Die Unchained Fieber, heißt, alle drei Spiele kamen bei mir zu kurz. Zum Glück schickt sich aktuell mit Park Beyond vom deutschen Entwickler Limbic Entertainment und Publisher Bandai Namco der nächste Aspirant an, mein Rollercoaster Tycoon Herz zu erobern. Ich durfte vorab eine Preview-Version des Spiels anzocken und verrate euch, ob das Vorhaben gelingen könnte. Zum Spiel selber muss ich, glaube ich, jetzt gar nicht so viel erklären. Denn so hatte ja auch schon Felix vor gut 5 Monaten die Möglichkeit, innerhalb eines Events den Titel anzuspielen und hat ihn euch auch näher gebracht. Zudem hat sich natürlich nicht so wahnsinnig viel an der generellen Ausrichtung des Spiels geändert. Ihr baut Achterbahnen, diverse andere Fahrgeschäfte, eröffnet Shops, legt Wege, kümmert euch um euer Personal und müsst natürlich die Finanzen des Parks im Auge behalten. Um es auf den Punkt zu bringen, ihr errichtet euren Freizeitpark ganz nach euren Belieben mit allem Drum und Dran. Ihr habt dabei die Wahl aus einer Kampagne und dem Sandbox-Modus. Die Kampagne führt euch Schritt für Schritt ans Spielgeschehen heran, auf eurem Weg zum aufstrebenden Parkarchitekten. Wie baue ich eine Achterbahn? Wie erfülle ich die Bedürfnisse meiner Kunden? Wie fahre ich Gewinne ein? Und so weiter. In kleinen Dialogsequenzen bekommt ihr zudem unterschiedliche Optionen, um alles so ein bisschen zu beeinflussen. Zum Beispiel, welches Bauteil für meine Achterbahn will ich als nächstes freischalten? In den ersten drei Kapiteln kratzt die Story allerdings nur an der Oberfläche. Allzu viel Handlung solltet ihr, und ich hoffe, das überrascht jetzt niemanden bei dieser Art von Simulationsspiel, nicht erwarten. Im freien Spiel könnt ihr euch dann fernab von der Kampagne auf einer Vielzahl von Karten austoben. Und sollte euch mal etwas nicht mehr geläufig sein, der Erkundungspark bringt euch nochmal die wichtigsten Basics näher. Doch was macht Park Beyond jetzt so besonders? Das große Feature von Park Beyond ist seine Abgedrehtheit. Oder wie es das Spiel gerne selber beschreibt, die Impossifications. An jeder Ecke werdet ihr es mit Ideen und Kreationen zu tun bekommen, die es in echt so nie geben würde. Achterbahnwagen, die durch die Lüfte springen, durch Kanonen geschossen werden oder sich auf mehrere Gleise aufteilen. Aus einem harmlosen Kettenkarussell wird ein höllischer Ritt an den Haaren der Medusa und bei der klassischen Frisbee-Attraktion wird mal eben die ganze Scheibe in die Luft geworfen. Ohne Sicherung, versteht sich. Aber die Impossifications hören nicht bei den Achterbahnen auf. Euer Reinigungspersonal wird mit einem Flammenwerfer ausgestattet, um Mülleimer zu leeren, und die Shops werden zu einem einzigen Effektfeuerwerk. Doch diese ganzen crazy Sachen muss man erstmal bekommen. Jetzt fragt ihr euch, wie kann man sich die freispielen? Ganz einfach, indem ihr euer Parklevel erhöht, und das schafft ihr, wenn eure Parkbesucher besonders glücklich sind und dadurch Begeisterung generieren. Dann heißt es eigentlich, nur noch die ganzen neuen Baumöglichkeiten einsetzen. Und genau hier hatte ich so meine Probleme. Denn auch wenn die Leute im Park Spaß hatten, mein Spaßlevel hielt sich bis jetzt eher in Grenzen.
Das reine Impossifizieren macht leider nicht so viel Spaß, wie es klingt oder man anhand der ersten Trailer vermuten könnte. Ich warte, bis ich genug Begeisterung besitze, klicke das an, was ich impossifizieren möchte, fertig. Ist jetzt nicht schlecht, aber halt auch nicht wirklich besonders. Schlimmer fand ich da den Achterbahnbau an sich, denn die Steuerung hat mir einfach den Spaß geraubt, überhaupt die verrückten Sachen auszuprobieren. Wo ich früher ein Raster hatte und klar war, jo, pass auf, pro Raster ein Gleisstück, du hast 4 Steigungen, diese Kurvenarten, diese Bauteile und ab dafür, kann ich jetzt in Park Beyond alles so bauen, wie ich möchte. Klingt erstmal gut, gestaltet sich aber verdammt friemelnd. Zu oft konnte ich nicht nachvollziehen, warum ich etwas nicht so bauen konnte, wie ich wollte, obwohl alles frei war. Mal eben schnell eine Achterbahn bauen? Fehlanzeige. Mühselig muss jedes Gleis einzeln gebaut werden. So wurde selbst ein einfacher Achterbahnbau zur Mammutaufgabe. Planet Coaster hat für mich hingegen den perfekten Mittelweg gewählt. Man konnte alle Standardteile mit einem Klick platzieren, wenn man möchte, aber auch hinterher nochmal anpassen. Zudem konnte die Achterbahn automatisch vervollständigt und geglättet werden. Solche Quality of Life Features vermisse ich in Park Beyond. Ein paar Hackler in der Bedienung waren aber garantiert auch noch dem technischen Zustand der Vorschauversion geschuldet. Denn hier bedarf es definitiv noch Verbesserung. Abstürze und zahlreiche Bugs machten es nicht gerade leicht, alles in Gänze zu genießen. Wenn die Achterbahn zum Beispiel meint, nachdem ich ein Gleis platziert habe, dass es danach auf jeden Fall in die andere Richtung weitergehen muss, joa, dann brauche ich halt keine Achterbahn bauen. Da Park Beyond auch für die Konsolen erscheint, kurz noch ein paar warme Worte zur Controller-Steuerung. Der Entwickler greift hierfür auf ein Radialmenü zurück, welches wohl die sinnvollste Art der Menüführung ist. Das funktioniert alles einwandfrei, lediglich das restliche HUD könnte noch angepasst werden. Hier sind Symbole und Texte doch etwas klein, gerade wenn man da mal etwas weiter weg sitzt. Das Achterbahnbauen ist und bleibt aber genauso umständlich wie mit Maus und Tastatur. Park Beyond ist eine Freizeitpark-Simulation, die sich vom ersten Gefühl her wie Planet Coaster an die Schönbauer richtet, die viel Zeit in die Gestaltung stecken wollen. Allerdings möchte es dazu mit dem entschlackten Management-Part, der Story-Kampagne und der Konsolenumsetzung eine breitere Masse ansprechen. Und hier tun sich die Probleme auf. Für Casual-Spieler macht der Weg zu den abgedrehten Bauwerken nämlich keinen Spaß. Gerade die Steuerung ist einfach zu friemelig und nicht einsteigerfreundlich, gerade beim Errichten von Bauwerken. Park Beyond schreitet hier auf einem schmalen Grat, wobei es aktuell noch zu oft das Gleichgewicht verliert. Bis zum Release am 16. Juni ist aber noch etwas Zeit, das ein oder andere Problem zu beheben. Vom Kern her stimmt der Ansatz, der Entwickler hat aber definitiv noch Arbeit vor sich.